Kapitel 30. Um Gottes Hilfe beten und darauf vertrauen, die Gnade wiederzuerlangen. Mein Sohn, ich bin der Herr, der Kraft verleiht am Tage der Not. Komm nur zu mir, wenn es dir nicht gut geht. Das ist der Grund, der die Tröstungen des Himmels zumeist verhindert, dass du dich so säumig zum Gebete wendest. Denn bevor du mich endlich anrufst, suchst du inzwischen mancherlei anderen Trost und erquickst dich an äußeren Dingen. Und so kommt es, dass alles nur wenig nützt, bis du erkennst, dass ich es bin, derjenige, die auf mich hoffen, errettet, und dass es außer mir keine nennenswerte Hilfe, keinen nützlichen Rat und für die Dauer kein Heilmittel gibt. Doch nun, da du nach dem Sturm wieder zu dir gekommen bist, fasse Mut im Blick auf meine erbarmende große Liebe. Denn ich bin nah, spricht der Herr, um alles wieder herzustellen. Nicht nur so, wie es gewesen, sondern sogar im Überfluss und Übermaß. Fällt mir denn irgendetwas schwer? Oder gleich ich einem, der spricht und sein Wort doch nicht hält? Wo ist dein Glaube? Steh fest und unerschütterlich. Sei langmütig, sei ein Held. Der Trost wird dir zur rechten Stunde zuteil. Harre, meine, harre. Ich werde kommen und dich heilen. Eine Versuchung ist es, die dich plagt, eine leere Angst, die dich erschreckt. Was bringt dir die Sorge um mögliche zukünftige Dinge anderes ein als Trauer über Trauer? Es genüge dem Tage seine Plage. Töricht ist es und unnütz, sich über Künftiges, das vielleicht niemals eintritt, zu ängstigen oder zu beglückwünschen. Aber es ist menschlich, sich von derartigen Einbildungen täuschen zu lassen und das Zeichen eines kleinen Geistes der Einflüsterung des Bösen so leicht nachzugeben. Ihm ist es ja gleich, ob er dich mit Wahrheit oder Lüge hintergeht und irreführt,
ob dich die Liebe zum Gegenwärtigen oder die Furcht vor dem Künftigen zu Fall bringt. Dein Herz zage also nicht und erschrecke nicht. Glaube an mich und vertraue meine Barmherzigkeit. Wenn du meinst, du seist Fan von mir, bin ich dir oft umso näher. Während du fast alles für verloren hältst, steht dir oft ein größerer Lohn bevor. Es ist nicht alles verloren, wenn eine Sache ins Gegenteil umschlägt. Du darfst nicht nach deinem augenblicklichen Empfinden urteilen, noch durch eine Schwierigkeit, woher sie auch kommt, dich so beängstigen und einschüchtern lassen, als sei alle Hoffnung auf Rettung dahin. Glaube nicht, du seist ganz verlassen, wenn ich dir zeitweise ein Leiden sende oder auch den erwünschten Trost entziehe. Denn so geht man ins Himmelsreich. Es nützt dir und meinen übrigen Dienern zweifellos mehr, dass ihr durch Widerwärtigkeiten geprüft werdet, als wenn alles nach eurem Wunsche geht. Ich kenne die geheimen Gedanken, ich weiß, dass du dein Heil besser wägst, wenn dir zuweilen die Tröstung gezogen wird. Du möchtest dich sonst bei guten Erfolgen überheben und dir selbst gefallen in dem, was du nicht bist. Was ich gegeben habe, kann ich wieder nehmen und kann es wieder zurückerstatten, wenn es mir gefällt. Wenn ich es gebe, bleibt es mein. Wenn ich es nehme, greife ich das Deine nicht an. Denn mein ist jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk. Schicke ich dir ein Leid oder irgendeine Widerwärtigkeit, werde nicht unwillig und mutlos. Ich kann dich schnell wieder aufrichten und alle Last in Freude verwandeln. Aber ich bin gerecht und allen Lobes wert, wenn ich so mit dir verfahre. Wenn du die rechte Einsicht hast und wahrheitsgemäß urteilst, darfst du niemals wegen einer Widerwärtigkeit niedergeschlagen und traurig werden, sollst vielmehr froh sein und danken, ja gerade das als deine einzige Freude ansehen, wenn ich dich mit Schmerzen heimsuche, ohne deine zu schonen. Wie mich der Vater geliebt hat, so liebe ich euch, sprach ich zu meinen lieben Jüngern. Ich habe sie nicht zum Genusse zeitlicher Freuden ausgesandt, sondern zu schwerem Kampfe, nicht zu Ehrungen, sondern zu Schmähungen, nicht zum Müßiggang, sondern zur Arbeit, nicht zum Ausruhen, sondern zum Fruchtbringen in Geduld. Mein Sohn, bleib diese Worte eingedenk.
Kapitel 31. Sich vom Geschaffenen loslösen, um den Schöpfer finden zu können. Herr, ich bedarf wohl noch größere Gnade, wenn ich dahin gelangen soll, dass kein Mensch und kein Geschöpf imstande ist, mir ein Hemmnis zu sein. Denn solange mich noch irgendetwas zurückhält, kann ich mich nicht frei zu dir emporschwingen. Wer gibt mir Schwingen gleich der Taube? Ich möchte entfliegen und Ruhe finden. Der so sprach, wollte ungehemmt empor. Was ist ruhiger als ein Auge ohne Arg? Was ist freier als ein Herz, das nichts auf Erden begehrt? Man muss also die ganze geschöpfliche Welt überschreiten, sich selbst vollkommen verlassen, in tiefe Geistessammlung verharren und zu der Einsicht kommen, dass du, der Schöpfer des Alls, mit den Geschöpfen nichts gemein hast. Wer nicht von allen Geschöpfen lässt, kann nicht in Freiheit dem Göttlichen zustreben. Darum finden sich nur wenige beschauliche Menschen, weil nur weniges verstehen, sich von allem Vergänglichen und Geschaffenen völlig zu lösen. Dazu bedarf es einer großen Gnade, welche die Seele erhebt und über sich selbst emporreißt. Ist der Mensch nicht im Geist erhoben, hat er nicht alles Irdische abgetan und sich gänzlich mit Gott vereinigt, so mag er wissen und besitzen, was immer, es ist weiter nicht von Belang. Der wird noch lange klein bleiben und an der Erde kleben, der außer dem einen unermesslichen ewigen Gut noch irgendetwas für groß hält. Alles, was nicht Gott ist, ist nichts und muss für nichts gehalten werden. Es ist ein großer Unterschied zwischen der Weisheit eines erleuchteten, frommen Menschen und dem Wissen eines belesenen, eifrigen Klerikers. Weit edler ist jene Weisheit, die da von oben aus göttliche Eingebung quillt, als das Wissen, das man sich in mühsamer Geistesarbeit erwirbt. Es gibt nicht wenige, die nach Beschaulichkeit verlangen, aber sie rühren keinen Finger, um zu tun, was dazu erforderlich ist. Ein großes Hindernis ist, dass man bei Zeichen und sinnfälligen Dingen stehen bleibt und viel zu unabgetötet lebt. Ich weiß nicht, was es ist, welcher Geist uns leitet und was wir eigentlich wollen, dass wir, die doch, wie es scheint, für Geistesmenschen angesehen werden, so sehr viel Mühe und noch mehr Sorge an vergängliche und belanglose Dinge verschwenden und über unser inneres Leben nur selten einmal ganz gesammelt nachdenken.
wie schmerzlich zu denken. Kaum haben wir uns ein wenig gesammelt, da stürzen wir uns wieder nach außen und unterlassen es, unser Tun eine gewissenhafte Prüfung zu unterziehen. Wir beachten nicht, wo unsere Neigungen wurzeln, und für all das Unreine in uns haben wir keine Träne. Alles Fleisch hat seinen Weg verdorben und deshalb brach die große Sinnflut herein. Ist unsere innere Neigung ganz verderbt, so ist notwendig auch das Tun verderbt, das aus ihr folgt. Es macht deutlich, dass es an innere Kraft gebricht und verdorben ist. Aus reinem Herzen sprießt die Frucht eines guten Lebens. Was eine leistet, das wird gefragt. Welche sittliche Kraft ihn dazu antreibt, darüber macht man sich weniger Gedanken. Ob eine tapfer, reich, schön, umgänglich, ob er ein guter Schreiber, ein guter Sänger, ein guter Arbeiter ist, das sucht man festzustellen. Aber wie arm im Geiste, wie geduldig, wie sanftmütig, wie fromm und innerlich er ist, darüber schweigen viele. Die Natur sieht auf das Äußere des Menschen. Die Gnade wendet sich dem Inneren zu. Jene unterliegt oft der Täuschung, diese hofft auf Gott, um nicht einer Täuschung zu verfallen. Kapitel 32. Selbstverleugnung und Absage an alle Begehrlichkeit. Mein Sohn, du kannst keine vollkommene Freiheit besitzen, wenn du nicht gänzlich dich selbst verleugnest. Sklaven sind alle, die selbstsüchtig am Eigenbesitz hängen. Sklaven sind die Habsüchtigen, die Neugierigen und Unsteten, die immer nur das Angenehme suchen, nicht das, was Jesu Christi ist, sondern oft nur auf das denken und sinnen, was keinen Bestand hat. Alles, was nicht aus Gott ist, geht zugrunde. Halte dich an das kurze, bündige Wort. Verlass alles und du findest alles. Gib die Begierde auf und du wirst Ruhe haben. Das überdenke in deinem Geiste. Wenn du danach lebst, wirst du alles verstehen. Herr, das ist nicht das Werk eines Tages und auch kein Kinderspiel. Ja, in diesem kurzen Wort liegt alle Vollkommenheit religiöser Menschen beschlossen. Mein Sohn, du darfst dich
nicht gleich abschrecken und dir allen Mut nehmen lassen, wenn du von dem Wege der Vollendung hörst. Wisse dich vielmehr aufgerufen, Höheres anzustreben und zum Mindesten im Verlangen danach zu entbrennen. Stände es doch so mit dir und wärst du doch so weit gekommen, dass du, statt dich selbst zu lieben, nur meines Winkes gewärtig wärest und auf den Vater sehest, den ich dir vorgestellt habe. Dann würdest du mir sehr gefallen und dein ganzes Leben würde in Freude und Friede dahinfließen. Noch musst du vieles opfern, und wenn du es mir nicht restlos schenkst, wirst du nicht erlangen, was du begehrst. Ich rate dir, im Feuer geläutetes Gold von mir zu kaufen, damit du reich werdest. Das heißt, die himmlische Weisheit, die alles Niedrige mit Füßen tritt. Auf irdische Weisheit, auf Menschengunst und Selbstgefallen lege keinen Wert. Ich will sagen, kaufe dir stattdessen, was unter den Menschen als kostbar und wertvoll gilt, etwas, was sie geringschätzen. Die wahre himmlische Weisheit, die nicht hoch von sich denkt und auf Erden keinen Ruhm sucht, erscheint sehr gering und unansehnlich und fast wie der Vergessenheit preisgegeben. Viele preisen sie zwar mit dem Munde, aber ihr Leben passt ganz und gar nicht dazu. Und doch ist sie die kostbare, der Menge unbekannte Perle. Kapitel 33. Das Herz ist unbeständig, doch Gott muss das Endziel sein. Mein Sohn, trau nicht der Stimmung, die dich augenblicklich beherrscht. Sie schlägt leicht um. Solange du lebst, bleibst du dem Wandel unterworfen, ob du willst oder nicht. Bald bist du fröhlich, bald traurig, bald ruhig, bald erregt. Heute innerlich, morgen ausgegossen. Jetzt voll Eifer, dann wieder nachlässig, einmal ernst, ein andermal leichtfertig. Der Weise, der sich im geistlichen Leben gut auskennt, steht über diese Wandelbarkeit. Er achtet nicht auf seine Stimmungen und fragt sich nicht, von welcher Seite der Wind der Unbeständigkeit weht. Ihm geht es um das eine, dass das ganze Sinnen und Trachten seines Geistes
auf das rechte, ersehnte Endziel gerichtet sei. So kann er sich selbst gleich bleiben, ohne zu wanken, weil er unter all den vielen Zufälligkeiten das Auge, seine Absicht geradewegs und unablässig auf mich richtet. Je reiner das Auge der Absicht, desto sicherer schreitet er durch die mannigfache Stürme. Doch das Auge vieler ist, was ihre reine Absicht betrifft, umdunkelt. Es heftet sich leicht an irgendeine Sinnenfreude, die sich gerade darbietet. Denn nur selten findet man einen, der von dem Fehler der Selbstsucht ganz frei wäre. So kamen die Juden einst nach Bethanien zu Martha und Maria, nicht nur um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen. Man muss also das Auge des Geistes reinigen, dass es einfältig und gerade sei und über alledem bunten Wechsel an mir haften bleibe. Kapitel 34. Gottes Liebe ist köstlicher Wohlgeschmack über alles und in allem. Siehe, mein Gott und mein Alles, was will ich mehr? Was kann ich Seligeres verlangen? Köstliches, liebliches Wort. Doch nur für den, der das Wort liebt, nicht die Welt, noch das, was in der Welt ist. Mein Gott und mein Alles. Für den, der es versteht, ist damit genug gesagt. Es oft zu wiederholen ist dem, der liebt, eine Freude. Wenn du zugegen bist, ist alles angenehm. Bist du aber nicht zugegen, so wird einem alles zum Ekel. Du beruhigst das Herz und schenkst ihm großen Frieden und festliche Freude. Du gibst uns ein, dass wir von allen gut denken und dich in allem loben. Ohne dich kann uns auf die Dauer nichts gefallen. Soll uns etwas angenehm und bekömmlich sein, so dürfen deine Gnade und die Würze deiner Weisheit nicht dabei fehlen. Wer an dir Geschmack findet, was sollte dem etwas unschmackhaft sein? Wer dich aber fade findet, was kann dem noch Freude bereiten? Die Weisen dieser Welt und alle, die der Sinnenlust frönen, erliegen förmlich vor deiner Weisheit. Denn jene sind der Eitelkeit, diese aber dem Tode verfallen. Wer aber die Weltfreuden verschmäht und seinen Leib kasteit, wird als wahrhaft weise erfunden.
Er ist von der Eitelkeit zur Wahrheit, vom Stoff zum Geiste hinaufgeschritten. Der hat Geschmack an Gott, dem wird alles, was er Gutes in den Geschöpfen findet, ein Anlass zum Lobe des Schöpfers. Durchaus verschieden ist aber der Geschmack an Gott von dem Vergnügen an den Geschöpfen. Die Freude am Ewigen von der Freude am Zeitlichen. Die Wonne am ungeschaffenen Lichte von der am entzündeten Lichte. Ewiges Licht, das alles erschaffene Licht bestrahlt, lass deinen Glanz aus der Höhe blitzen, dass es das Innerste meines Herzens tief durchdringe. Läutere, erfreue, erhelle und belebe meinen Geist samt seinen Kräften, dass ich dir anhange in jubelndem Entzücken. Wann wird diese selige, ersehnte Stunde kommen, da du mich mit deiner Gegenwart sättigst und mir alles in allem bist? Solange mir das noch nicht gewährt ist, fehlt es noch an der vollen Freude. Noch lebt in mir leider der alte Mensch. Noch ist er nicht ganz gekreuzigt, noch nicht völlig tot. Noch begehrt er mächtig auf wieder den Geist. Noch erregt er innere Kriege und lässt das Reich der Seele nicht zur Ruhe kommen. Du aber, der die Gewalt des Meeres beherrscht und das Toben seiner Wogen mäßigt, erhebe dich und hilf mir. Zerstreue die Völker, die Krieg wollen, zermalme sie mit deiner Kraft. Zeige bitte, was du Großes vollbringen kannst. Verherrliche deine Rechte, denn es bleibt mir keine andere Hoffnung und Zuflucht als du, mein Herr und mein Gott. Kapitel 35. In diesem Leben gibt es keine Sicherheit vor der Anfechtung. Mein Sohn, in diesem Leben bist du nie sicher. Solange du lebst, hast du geistliche Waffen nötig. Du bewegst dich unter Feinden. Zu Rechten wie zu Linken wirst du bekämpft. Wenn du dich nicht allseits mit dem Schilde der Geduld wappnest, wirst du nicht lange unverwundet bleiben. Überdies, wenn dein Herz nicht fest auf mich vertraut und den aufrichtigen Willen offenbart, alles um meinetwillen zu leiden, kannst du weder des Kampfes Hitze ertragen, noch die Palme der Seligen erringen. Du musst also mutig durch alles hindurchschreiten und mit starker Hand niederzwingen, was dir entgegentritt. Denn dem Sieger wird das Manna gegeben,
dem Trägen bleibt viel Elend. Suchst du schon in diesem Leben Ruhe, wie willst du dann zu ewiger Ruhe gelangen? Stelle dich nicht auf viel Ruhe ein, sondern auf große Geduld. Suche den wahren Frieden nicht auf der Erde, sondern im Himmel, nicht bei den Menschen und den übrigen geschaffenen Dingen, sondern allein in Gott. Um der Liebe willen musst du gern alles auf dich nehmen, Mühen und Leiden, Versuchungen und Qualen, Ängste, Nöte, Krankheiten, Unrecht und Widerspruch, Tadel und Demütigungen, Schmach, Zurechtweisung und Verachtung. Das leitet zu Tugend an, erprobt den Streiter Christi und wägt die Krone des Himmels. Ich werde die kurze Mühe mit ewigem Lohn vergelten und die vorübergehende Schmach mit einer Helligkeit ohne Ende. Meinst du etwa, du könntest immer nach Wunsch die geistlichen Tröstungen haben? Meine Heiligen hatten sie nicht immer. Sie mussten viele Beschwerden, mannigfache Versuchungen und Zustände großer Verlassenheit ertragen. Aber sie hielten in allem geduldig aus und vertrauten mehr auf Gott als auf sich, wohl wissend, dass die Leiden dieser Zeit in keinem Verhältnis stehen zur künftigen Herrlichkeit, die mit ihnen verdient werden soll. Willst du sogleich haben, was so viele kaum nach vielen Tränen und großen Mühen erlangt haben? Harre des Herrn, handle mannhaft und sei stark. Verzage nicht und weiche nicht. Setze Leib und Seele standhaft für Gottes Ehre ein. Ich werde es reichlichst vergelten und in alle Bedrängnis bei dir sein. Kapitel 36. Das eitle Menschengerede. Mein Sohn, richte dein Herz fest auf den Herrn und fürchte dich nicht vor dem Urteil der Menschen, wenn dein Gewissen dich rein und schuldlos erklärt. Gut ist es und heilsam zu leiden. Einem demütigen Herzen, das mehr auf Gott als auf sich selbst vertraut, wird das nicht schwer fallen. Viele reden viel und darum soll man ihnen wenig Glauben schenken. Es aber allen recht machen ist unmöglich. Wenn Paulus bestrebt war, allen im Herrn zu gefallen, wenn er allen alles wurde, so hielt er es doch für nichts, von einem menschlichen Gerichtstag verurteilt zu werden.
Er wirkte für die Erbauung und Rettung anderer, was nur in seinen Kräften lag und so gut er konnte. Aber er hat nicht verhindern können, dass er von anderen gelegentlich bekrittelt oder missachtet wurde. Darum stellte er alles Gott anheim, der um alles wusste, und verteidigte sich mit Geduld und Demut gegen die Menschen, die ihm Böses nachsagten oder törichte Lügen ersannen und sich allerlei nach Willkür erlaubten. Doch hat er ihnen bisweilen geantwortet, damit den Schwachen aus seinem Schweigen kein Ärgernis entstünde. Wer bist du, dass du dich fürchtest vor einem sterblichen Menschen? Heute ist er noch da, morgen erscheint er nicht mehr. Fürchte Gott und du zitterst nicht mehr vor den Schrecken der Menschen. Was vermag auch einer gegen dich mit Worten und Kränkungen? Er schadet sich selbst mehr als dir und kann, wer auch es sei, dem Gerichte Gottes nicht entfliehen. Habe Gott vor Augen und lass dich nicht im Wortgezank ein, wenn es für den Augenblick auch den Anschein hat, als wärst du unterlegen und müsstest eine unverdiente Schmach erleiden, so werde deswegen nicht unwillig und mindere nicht durch Ungeduld den Wert deiner Krone. Erhebe vielmehr deine Augen zu mir in den Himmel. Ich habe die Macht, dich alle und jede Unbill zu entreißen und einem jeden zu vergelten nach seinen Werken. Kapitel 37. Durch lautere und umfassende Selbstentäußerung zur Freiheit des Herzens. Mein Sohn, verlasse dich und du wirst mich finden. Sei wunschlos und selbstlos. So wirst du immer gewinnen. Denn du wirst ein größeres Maß an Gnaden erhalten, sobald du auf dich selbst verzichtest und dieses Opfer nicht zurücknimmst. Herr, wie oft soll ich auf mich verzichten und in welchen Dingen mich verlassen? Immer, zu jeder Stunde, im Kleinen wie im Großen. Ich nehme nichts aus. Von allem will ich dich entäußert finden. Wie anders könntest du mein und ich dein sein, wenn du nicht innerlich und äußerlich jede Regung des Eigenwillens aufgegeben hast? Je schneller du dies vollbringst, umso besser wird es mit dir stehen. Und je gründlicher und aufrichtiger du es tust, umso wohlgefälliger wirst du mir sein
und umso mehr wirst du dabei gewinnen. Manche enttäuschen sich zwar, aber nur mit einem gewissen Vorbehalt. Sie haben kein volles Gottvertrauen und sind deshalb bemüht, sich vorzusehen. Andere opfern anfänglich alles, später jedoch kehren sie unter dem Druck der Versuchung zu ihrem eigenen zurück. So machen sie nicht den geringsten Fortschritt in der Tugend. Zur wahren Freiheit des reinen Herzens und zu meiner gnadenhaften, beseligenden Freundschaft werden sie nur gelangen, wenn sie gänzlich auf sich verzichten und sich täglich zum Opfer bringen. Ohne dies wird es weder heute noch in Zukunft eine segensreiche Einigung geben. Ich sagte es dir schon oft und sage es wieder. Verlasse dich, opfere dich und du wirst einen tiefen inneren Frieden genießen. Gib alles für alles, nimm nichts aus, fordere nichts zurück. Stütze dich lauter und ohne Bedenken auf mich. So wirst du besitzen, wirst innerlich frei sein und die Finsternisse werden dich nicht überfallen. Dies eine erstrebe, erbitte und ersehne, dass du ohne jedes Eigentum arm dem armen Jesus folgen, dir selber sterben und ewig für mich leben kannst. Dann werden alle eitle Einbildungen, alle törichten Unruhen und überflüssigen Sorgen verschwinden. Auch die übermäßige Furcht wird weichen und die Liebe, die sich an keine Ordnung hält, wird sterben. Kapitel 38. Die äußeren Dinge gut in Ordnung halten, in Gefahren zu Gott seine Zuflucht nehmen. Mein Sohn, auf eines musst du mit allem Eifer achten. Halte dich innerlich frei und bleibe deine mächtig, wo du auch bist und was du auch nach außen tust und unternimmst. Stehe über den Dingen, nicht unter ihnen. Sei Herr und Lenker deine Handlungen, nicht ihr Knecht oder Sklave, vielmehr ein freier, echter Hebräer, der in den Stand und in die Freiheit der Kinder Gottes eintritt. Diese stehen über dem Gegenwärtigen und schauen zum Ewigen hinüber. Sie sehen das Vergängliche mit dem linken Auge und mit dem rechten das Himmlische. Das Zeitliche lockt sie nicht, sie hangen ihm auch nicht an.
vielmehr stellen sie es in ihren eigenen Dienst, so wie es von Gott, dem höchsten Wegmeister, angeordnet ist. Seine Schöpfung kennt keine Unordnung. Wenn du bei allem, was sich ereignet, nicht am äußeren Scheine haften bleibst und das, was dir zu Gesicht oder zu Ohren kommt, nicht mit den leiblichen Sinnen betrachtest, sondern in jedem Falle alsbald mit Mose in die Stiftshütte gehst, um den Herrn zu befragen, wirst du bisweilen eine göttliche Antwort hören und belehrt über viele Dinge der Gegenwart und Zukunft zurückkehren. Mose nahm stets seine Zuflucht zum Zelte, wenn er Zweifel und Fragen gelöst haben wollte. Im Gebet suchte er seine Hilfe, wenn es galt, Gefahren und Anschläge von Seiten der Menschen abzuwenden. So musst auch du in das stille Heiligtum deines Herzens fliehen und inständig den Beistand Gottes erflehen. Darum wurden Josua und die Söhne Israels, wie wir lesen, von den Gibeoniter hintergegangen. Sie hatten den Mund des Herrn nicht befragt, sondern ihre Leichtgläubigkeit zu sehr nachgegeben und sich durch Schmeichelworte und falsche Frömmigkeit täuschen lassen. Kapitel 39. Der Mensch soll in seinen Unternehmungen nicht rücksichtslos sein. Mein Sohn, stelle deine Sache immer nur mir anheim. Ich werde zur rechten Zeit die rechte Anordnung treffen. Warte auf meine Verfügung. Du wirst den günstigen Fortgang, der sich daraus ergibt, zu spüren bekommen. Herr, sehr gern stelle ich dir alles anheim, denn mit meinem eigenen Überlegen kann ich nur wenig ausrichten. Wenn ich mich nur nicht so viel mit der Zukunft beschäftigte, sondern mich ohne Verzug an deinen Ratschluss hielte. Mein Sohn, der Mensch verfolgt oft leidenschaftlich ein Ziel, das ihn reizt. Hat er es aber erreicht, beginnt er schon anders zu denken. Leidenschaften gehen nicht dauernd auf dasselbe Ziel. Sie treiben von einem zum anderen. Es ist also nichts Geringes, im Geringsten sich selbst zu verleugnen. Der wahre Fortschritt des Menschen liegt darin, dass er auf sich selbst verzichtet. Tut er das,
so ist er ganz frei und sicher. Doch der alte Feind, der allem Guten widerstrebt, lässt nicht ab, dich zu versuchen. Tag und Nacht sinnt er auf schwere Nachstellungen, ob er etwa den Unvorsichtigen in die täuschende Schlinge locken könne. Wachet und betet, spricht der Herr, dass ihr nicht in Versuchung fallet. Kapitel 40. Aus sich selbst hat der Mensch nichts Gutes und er kann sich über nichts rühmen. Herr, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Was ist es, Menschensohn, dass du ihn besuchst? Wodurch hat der Mensch verdient, dass du ihm deine Gnade schenkst? Herr, wie kann ich mich beklagen, wenn du mich verlässt? Oder was kann ich mit Recht einwenden, wenn du mir nicht gewährst, um was ich bitte? Dies kann ich in Wahrheit denken und sagen: Herr, ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe von mir aus nichts Gutes, ich versage in allem und immer geht mein Sinnen auf das Nichts. Wenn ich von dir nicht gestützt und innerlich geformt werde, bin ich ganz lau und haltlos. Du aber, Herr, bist stets derselbe und bleibst immer und ewig gut, gerecht und heilig. Gut, gerecht und heilig wirkst und ordnest du alles in Weisheit. Ich hingegen neige mehr zum Rückschritt als zum Fortschritt und ändere meine Haltung immerfort. Denn sieben Zeiten wechseln über mir. Doch schnell wird es besser, wenn es dir gefällt, mir deine helfende Hand zu reichen. Du allein kannst mir ohne menschliche Stütze beispringen und mich in einem Maße stärken, dass sich mein Antlitz nicht mehr abkehrt, sondern dass mein Herz dir allein zugewandt ist und in dir ruht. Wenn ich es doch verstände, auf allen menschlichen Trost zu verzichten, um die Gabe der Andacht zu erlangen oder um dem starken Drang meine Sehnsucht nach dir begegnen zu können. Denn niemand hat ein Wort des Trostes für mich. Dann könnte ich mit Recht auf deine Gnade hoffen und über das Geschenk eine neue Tröstung jubeln. Dank sei dir, von dem alles Gute kommt, so oft es mir wohl geht.
Ich aber bin vor dir eine Leere und ein Nichts, ein unbeständiger, schwacher Mensch. Wessen könnte ich mich rühmen? Oder weshalb verlange ich nach Ansehen? Vielleicht für das Nichts. Das wäre die größte Torheit. Wahrhaftig, die eitle Ehre ist eine schlimme Pest und eine Torheit ohne Gleichen. Sie lenkt von der wahren Ehre ab und beraubt uns der Gnade des Himmels. Wenn der Mensch sich selbst gefällt, missfällt er dir. Wenn er nach Menschenlob giert, geht er der wahren Tugend verlustig. Wahre Ehre und heiliges Frohlocken ist es, sich in dir zu rühmen, nicht in sich selbst. Sich deines Namens zu freuen, nicht an der eigenen Tugend und am geschöpflichen Gefallen zu finden, es sei denn zu deiner Ehre. Dein Name sei gepriesen, nicht der meine. Dein Werk werde verherrlicht, nicht das meine. Gebenedeit sei dein heiliger Name, mir aber werde kein Menschenlob zuteil. Du bist mein Ruhm, du der Jubel meines Herzens. In dir will ich mich rühmen, in dir den ganzen Tag frohlocken, mich selbst aber will ich höchstens meine Schwäche wegen rühmen. Mögen die Juden Ehre voneinander suchen, ich suche den Ruhm, der allein von Gott kommt. Alle Menschen Ruhm, alle zeitliche Ehre, alle Hoheit der Welt ist verglichen mit deiner ewigen Herrlichkeit, eitle Torheit. Meine Wahrheit, mein Erbarmen, mein Gott, heilige Dreieinigkeit, dir allein sei Lob, Ehre, Macht und Ruhm durch die endlose Ewigkeit. Kapitel 41. Die Verachtung aller zeitlichen Ehre. Mein Sohn, nimm es dir nicht so zu Herzen, wenn du siehst, dass andere geehrt und erhöht werden, du aber gering geschätzt und gedemütigt wirst. Erhebe dein Herz zu mir in den Himmel und du wirst nicht mehr darüber traurig sein, dass die Menschen auf Erden dich nicht achten. Herr, wir sind mit Blindheit geschlagen und lassen uns leicht von nichtssagenden Dingen in die Irre führen. Wenn ich mich recht betrachte, ist mir noch nie von irgendeinem Geschöpf Unrecht geschehen. Darum habe ich auch keine Ursache, mich über dich zu beklagen. Da ich aber oft und schwer vor dir gesündigt habe, steht mit Recht jedes Geschöpf wider mich auf.
Mir gebührt billigerweise Schmach und Schande, dir aber Lob, Ehre und Ruhm. Wenn ich nicht bereit bin, gern von aller Welt verachtet und verlassen zu sein und für nichts gehalten zu werden, ist an einen inneren Frieden, an Festigkeit, geistliche Erleuchtung und vollkommenes Einssein mit dir nicht zu denken. Kapitel 42. Auf Menschen ist kein Verlass, wenn es um den Frieden geht. Mein Sohn, wenn du deinen Frieden auf irgendeinen Menschen gründest, der dir gefühlmäßig oder durch das Zusammenleben nahesteht, bleibst du unstet und unfrei. Nimmst du aber deine Zuflucht zur lebendigen, bleibenden Wahrheit, wirst du nicht traurig werden. Ob auch ein Freund sich zurückzieht oder stirbt. Freundesliebe muss in mir gründen. Um meinetwillen musst du lieben. Wer immer dir gut und teuer scheint in diesem Leben. Ohne mich hat die Freundschaft weder Bestand noch Dauer. Eine Liebe, deren Bande ich nicht knüpfe, ist keine wahre und reine Liebe. Solchen Neigungen zu lieben Menschen musst du so abgestorben sein, dass du, soweit an dir liegt, auf allen Umgang mit Menschen verzichten möchtest. In dem Maße, als der Mensch sich von allem irdischen Troste immer weiter zurückzieht, nähert er sich mehr und mehr Gott. Und er steigt umso höher zu Gott empor, je tiefer er in sich selber hinabsteigt, und je geringer er sich vorkommt. Wer sich aber etwas Gutes zuschreibt, versperrt der Gnade den Weg zu seinem Inneren. Denn die Gnade des Heiligen Geistes sucht immer ein demütiges Herz. Wenn du es verständest, dich als ein reines Nichts anzusehen und alle Liebe zum Irdischen abzuwerfen, dann würde ich mich und meine vielen Gnaden dir schenken müssen. Siehst du aber auf die Kreaturen, dann wird dir der Anblick des Schöpfers entzogen. Lerne dich in allem und des Schöpfers Willen überwinden, dann wird es dir gelingen, göttlich tief zu erkennen. Was immer wir gegen die Ordnung lieben, mag es auch nur eine Kleinigkeit sein, hält vom höchsten Gute zurück und entwürdigt.
Kapitel 43 Gegen das eitle und weltliche Wissen. Mein Sohn, lass dich nicht verwirren durch schöne, scharfsinnige Worte der Menschen. Das Reich Gottes besteht nicht in Worte, sondern in der Kraft. Auf meine Worte aber achte. Sie entzünden das Herz und erleuchten den Geist, führen zu Reue und bringen mancherlei Trost. Lies niemals ein Wort, um Gelehrte und Weise scheinen zu können. Sei bestrebt, deine Fehler abzulegen. Das wird dir mehr Nutzen bringen, als die Kenntnis viele schwierige Fragen. Hast du vieles gelesen und erkannt, kehre immer wieder zu dem einen Urgrund zurück. Das ist notwendig. Ich bin es, der die Menschen das Wissen lehrt. Ich gebe den Kleinen ein Verstehen, das heller ist als Menschenlehre es vermitteln kann. Zu wem ich spreche, der wird schnell weise sein und viel zunehmen im Geiste. Wer weiß, was alles von den Menschen zu erfahren suchen und sich um die Frage, wie sie mir dienen können, kaum kümmern. Kommen wird die Zeit, da der Meister Christus, der Herr der Engel, erscheint, um allen ihre Lektion abzuhören. Das heißt, um jedes Gewissen zu prüfen. Dann wird Jerusalem mit Laterne durchsucht. Das dichteste Dunkel wird offenbar werden und die Zungen werden keine Beweise mehr vorbringen. Ich bin es, der den demütigen Geist in einem Augenblick so erhebt, dass er gründlicher in die ewige Wahrheit eindringt, als wenn eine 10 Jahre an den Schulen studiert hätte. Meine Lehre ist kein Schwall von Worten, kein Durcheinander von Meinungen, kein Suchen nach Anerkennung, keine Beweisfechterei. Ich bin es, der da lehrt, die Augen vom Irdischen abzulenken, das Gegenwärtige zu verschmähen, das Ewige zu suchen und zu kosten, die Ehren zu fliehen, Ärgernisse zu ertragen, alle Hoffnung auf mich zu setzen, außer mir nichts zu wünschen und mich über alles glühend zu lieben. Eine, der mich innig liebte, wurde dadurch des Göttlichen inne und sprach wunderbare Worte. Indem er alles verließ, hatte er größere Fortschritte gemacht, als wenn er hohe Studien abgelegen hätte. Doch rede ich zu diesen nur über allgemeine, zu jenen über besondere Fragen. Dem einen erschien ich in liebliche Zeichen und Bilder, den anderen enthüll ich die Geheimnisse in eine Fülle von Licht. Die heiligen Bücher reden mit einer Sprache, aber sie unterrichtet nicht alle in gleicher Weise. Denn ich bin innerlich als Lehrer tätig, ich die Wahrheit. Ich erforsche das Herz, ich kenne die Gedanken, ich treibe zur Tat, ich teile einem jeden zu,
wie ich es für recht finde. Kapitel 44. Man soll äußerliche Dinge nicht an sich ziehen. Mein Sohn, in vielen Dingen musst du unwissend sein. Du magst dir vorkommen als eine, der für diese Welt schon gestorben und dem die ganze Welt gekreuzigt ist. Es ist auch notwendig, dass du an vielem mit taubem Ohr vorübergehst und mehr an das denkst, was dir zum Frieden dient. Es ist besser, die Augen von missfälligen Dingen abzuwenden und jedem seine Meinung zu lassen, als ihm mit aufgeregten Worten zu dienen. Wenn du mit Gott gut stehst und sein Gericht vor Augen hast, wird es dir leichter werden, dich für besiegt zu erklären. Herr, wohin ist es mit uns gekommen? Siehe, wir weinen um einen zeitlichen Verlust, wir mühen uns ab und machen Wege über Wege um eines kleinen Gewinnens willen. Haben wir aber Schaden an der Seele erlitten, das vergessen wir und später erinnern wir uns kaum noch daran. Was wenig oder gar keinen Vorteil bringt, das beachten wir. Was uns aber so sehr Not täte, übergehen wir mit Gleichgültigkeit. Denn so ist nun einmal der Mensch nach seinem ganzen Wesen. Er verliert sich an die Außenwelt. Wenn er sich nicht bald besinnt, bleibt ihr gerne dem Äußeren verhaftet. Kapitel 45. Man darf nicht jedem trauen und leicht fällt man mit seinen Worten. Herr, hilf mir in meiner Not, denn auf Menschenhilfe ist kein Verlass. Wie oft habe ich dort keine Treue gefunden, wo ich sie zu finden glaubte. Wie oft habe ich sie dort gefunden, wo ich sie kaum erwartet hatte. Die Hoffnung auf Menschen trübt, das Heil der Gerechten ruht in dir, o Gott. Gepriesen seist du, Herr, mein Gott, in allem, was uns begegnet. Wir sind schwach und unbeständig, lassen uns schnell täuschen
und sind alle Augenblicke anders. Wer vermag sich in allem so vorsichtig und behutsam zu verhalten, dass er nicht ab und zu eine Täuschung erlege oder in eine Verlegenheit geriete? Wer aber auf dich, Herr, vertraut und dich aufrichtigen Herzens sucht, kommt nicht so leicht zu Fall. Sollte er einmal in Not geraten und wäre diese noch so verwickelt, er wird schnellstens von dir befreit und getröstet. Du lässest keinen im Stich, der auf dich vertraut. Ein treuer Freund, der in allen Leiden des Freundes aushält, ist selten. Du aber, Herr, bist in allem der ganze Getreue. Außer dir ist keine so wie du. Wie recht hatte doch jene heilige Seele, die da sprach: Mein Geist steht in einem festen Grunde, in Christus. Stünde es auch mit mir so, ich würde nicht so leicht ein Opfer der Menschenfurcht und der spitzen Reden. Wer kann auch alles voraussehen, wer den kommenden Übeln begegnen? Wenn schon Vorausgesehenes uns oft so hart trifft, welche schmerzliche Wunden schlägt uns es das unerwartete Leid? Aber warum habe ich Unglückliche nicht besser für mich vorgesorgt? Warum habe ich anderen so leicht geglaubt? Doch wir sind Menschen und nichts anderes als gebrechliche Menschen, wenn uns auch viele für Engel halten und auch so nennen. Wem soll ich noch glauben, Herr? Wem außer dir? Du bist die Wahrheit, die nicht täuscht und keine Täuschung erliegen kann. Und nochmals, jeder Mensch ist verlogen, schwach, unbeständig und wankelmütig, vor allem in Worten, so dass man kaum sofort glauben darf, was zunächst glaubwürdig klingt. Wie weise war es von dir, uns zeitig zu ermahnen, dass wir vor den Menschen auf unserer Hut sein sollen, dass die Hausgenossen des Menschen dessen Feinde sind und dass wir dem keinen Glauben schenken, der etwas sagt, sieh, hier ist er oder dort. Durch Schaden bin ich klug geworden, hoffentlich zu meiner größeren Vorsicht und nicht zu meiner Beschämung. Sei still, sagt eine, sei still, behalte für dich, was ich dir sage. Und während ich nun schweige und erlaube, dass es geheim gehalten werde, kann jene nicht für sich behalten, was er verschwiegen wissen wollte, und geht hin und verrät mich und sich. Vor derartigem Geschwätz und solchen Menschen beschütze mich, Herr. Lass mich nicht in ihre Hände fallen und ähnliche Torheiten begehen. Lege mir ein wahres, verlässige Wort in den Mund, die verschlagene Zunge aber halte fern von mir. Was ich selber nicht erleiden möchte, muss ich auf alle Weise vermeiden. Wie gut ist es und wie sehr dient es dem Frieden, über andere zu schweigen, nicht vorbehaltlos,
alles zu glauben und das Gehörte leichtfertig weiterzutragen. Wie gut, wenn man sich nur wenigen offenbart, dich als den Wächter des Herzens befragt und sich nicht von jedem Winde der Worte hin und her bewegen lässt, sondern alles die Heimlichkeiten des Herzens und die äußeren Dinge nach deinem Wunsch und Willen zu regeln wünscht. Wie sicher ist es für die Bewahrung der himmlischen Gnaden, nicht vor Menschen aufzutreten. Wie klug dem zu entfliehen, was nach außen Bewunderung zu erregen scheint. Strebe vielmehr mit Eifer danach, dein Leben zu bessern und es mit Liebe zu erfüllen. Wie vielen hat es geschadet, dass ihre Tugend vor der Zeit bekannt und gelobt wurde? Und wie heilsam war es, die Gnade in Schweigen zu hüllen in diesem gebrechlichen Leben, das, wie es heißt, nur Kampf und Versuchung ist. Kapitel 46. Man soll auf Gott vertrauen, wenn einen Worte verletzen. Mein Sohn, steh fest und vertraue auf mich. Was sind Worte anderes als Worte? Sie fliegen durch die Luft, verletzen aber keinen Stein. Bist du schuldig, so denke daran, dich bereitwillig zu bessern. Bist du dir keines Fehlers bewusst, so sieh zu, dass du es um Gottes Willen gerne trägst. Es ist wenig genug, dass du nur bisweilen einige Worte zu ertragen hast, die du stärkere Schläge noch nicht auszuhalten vermagst. Und warum greifen dich ganze Kleinigkeiten so sehr an? Doch wohl nur, weil der alte Mensch noch in dir lebt und weil du mehr als nötig auf die Mitwelt achtest. Da du fürchtest, verachtet zu werden, willst du wegen deiner Fehltritte keinen Tadel über dich ergehen lassen und verbirgst dich im Schattendunkel der Entschuldigungen. Doch prüfe dich einmal genauer und du wirst erkennen, dass die Welt noch in dir lebt und die törichte Sucht, den Menschen zu gefallen. Indem du dich zurückziehst, um für deine Fehler nicht erniedrigt und beschämt zu werden, wird offenbar, dass du weder wahrhaft demütig noch der Welt abgestorben bist, noch dass die Welt dir gekreuzigt ist. Aber höre auf mein Wort und du wirst dich um 10.000 Menschenworte nicht kümmern. Siehe, wenn alles, was an Schlechtigkeit nur ersonnen werden kann, gegen dich ausgesagt würde, was würde es dir schaden, wenn du es gänzlich hingehen ließest und ihm nicht mehr Beachtung schenktest als etwa einem Strohhalm?
könnte dir das auch nur ein Haar ausreißen. Wer jedoch nicht innerlich ist, noch Gott vor Augen hat, kommt leicht durch ein Tadelwort aus der Fassung. Wer aber auf mich vertraut und sich nicht auf sein eigenes Urteil versteifen will, wird keine Menschenfurcht kennen. Denn ich bin der Richter, ich kenne alle Geheimnisse. Ich weiß, wie die Sache verlief, ich kenne den Täter und den Dulder. Von mir ging jenes Wort aus, mit meiner Zulassung ist es gefallen, damit die Gedanken vieler Herzen offenbar würden. Ich werde den Schuldigen und den Unschuldigen richten, zuvor aber wollte ich jeden im geheimen Gericht prüfen. Das Zeugnis der Menschen täuscht oft, mein Urteil hingegen ist wahr. Es bleibt bestehen und wird nicht umgestoßen. Es ist zumeist verborgen, nur wenigen enthüllt es sich im Einzelnen. Doch irrt es nie und kann nicht irre gehen, auch wenn es den Augen der Toren falsch erscheint. An mich also soll man sich wenden, wenn es um ein Urteil geht, und sich nicht auf seine eigene Meinung verlassen. Der Gerechte wird nicht aus der Fassung geraten, was auch immer Gott über ihn kommen lässt. Selbst wenn ungerechterweise etwas gegen ihn vorgebracht würde, es kümmert ihn wenig. Allerdings wird er auch nicht nach Weltrat frohlocken, wenn andere ihn mit guten Gründen verteidigen. Er bedenkt nämlich, dass ich Herz und Nieren durchforsche und dass ich nicht nach dem Ansehen und dem äußeren Schein urteile. Denn oft wird in meinen Augen als schuldhaft erfunden, was nach dem Urteil der Menschen für lobenswert gehalten wird. Herr, Gott, gerechte, starke, geduldige Richter, du kennst die Hinfälligkeit und Bosheit der Menschen. Sei meine Kraft, meine ganze Zuversicht, denn das Zeugnis meines Gewissens genügt mir nicht. Du weißt, was ich nicht weiß. Deshalb hätte ich mich bei jedem Tadel demütigen und gelassen ausharren sollen. Verzeih mir gnädig, so oft ich anders gehandelt habe, und schenke mir wieder die Gnade größere Geduld. Es ist besser für mich, deine reiche Barmherzigkeit anzurufen, um Nachsicht zu finden, als meine vermeintliche Gerechtigkeit, um mein Gewissen zu rechtfertigen, das mir selbst ein Geheimnis ist. Wenn ich mir auch gar keine Schuld bewusst bin, so kann ich mich damit doch nicht rechtfertigen. Denn ohne deine Barmherzigkeit wird kein Lebender in deinen Augen gerecht erfunden. Kapitel 47.
alles Schwere muss um des ewigen Lebens willen ertragen werden. Mein Sohn, lass dich durch die Mühen, die du um meinetwillen auf dich genommen hast, nicht niederbeugen, noch durch die Trübsale dich dauernd entmutigen. Was immer dir begegnet, meine Verheißung stärke und tröste dich. Ich bin imstande, dir über alle Weise und über alles Maß zu vergelten. Nicht lange wirst du dich hier abmühen und nicht ohne Ende wirst du leiden müssen. Warte nur eine Weile und du wirst sehen, wie schnell das Leid vorübergeht. Kommen wird die Stunde, da alle Mühsal und Unruhe vergeht. Unbedeutend und kurz ist alles, was mit der Zeit vergeht. Tu, was dir zu tun obliegt, arbeite treu in meinem Weinberg. Ich selber bin dein Lohn. Schreibe, lies, singe, verlange nach mir, schweige, bete, trage männlich, was dir quer kommt. Denn all diese und noch größere Kämpfe ist das ewige Leben wert. Kommen wird der Friede an einem Tage, der dem Herrn bekannt ist. Da gibt es nicht mehr Tag und Nacht wie in dieser Zeit, sondern immerwährendes Licht, endlose Klarheit, dauerhaften Frieden und ungestörte Ruhe. Dann wirst du nicht mehr sagen, wer befreit mich vom Leibe dieses Todes. Noch wirst du rufen, weh mir, dass meine Pilgerschaft verlängert wurde. Denn der Tod wird getötet werden und deinem Heil wird nichts mehr mangeln. Alle Angst ist geschwunden. Es gibt nur noch selige Freude und ein köstliches Liebes Beisammensein. Könntest du doch die unvergänglichen Kronen der Heiligen im Himmel sehen, könntest du schauen, wie groß die Herrlichkeit ist, in der sie jetzt frohlocken, sie, die einst der Welt so verächtlich und gewissermaßen des Lebens selbst unwert erschienen. Fürwahr, du würdest dich gleich bis zur Erde beugen und lieber allen untergeben als einem vorgesetzt sein. Es würde dich nicht mehr gelüsten, nach den fröhlichen Tagen dieses Lebens, vielmehr würdest du dich freuen, um Gottes Willen Leiden zu ertragen und es für den größten Gewinn betrachten, unter den Menschen so gut wie nicht zu gelten. Wenn das in seiner Köstlichkeit tief in dein Herz einginge, ob du es wohl wagen würdest, auch nur einmal zu klagen? Muss man nicht für das ewige Leben alle Mühen auf sich nehmen? Es ist keine Kleinigkeit, das Reich Gottes zu verlieren oder zu gewinnen. Erhebe deine Augen zum Himmel, siehe ich und alle Heiligen mit mir, die in dieser Welt einen schweren Kampf zu bestehen hatten, jetzt freuen sie sich, jetzt werden sie getröstet.
Jetzt sind sie in Sicherheit, genießen der Ruhe und bleiben ohne Ende bei mir im Reiche meines Vaters. Kapitel 48. Der Tag der Ewigkeit und die Bedrängnisse dieses Lebens. O Selige, bleibe in der Stadt des Himmels. Du Licht der Tag der Ewigkeit, der keine Nacht verdunkelt, den die Wahrheit immerfort in Fülle durchstrahlt. Du immer frohe, sichere Tag, der nie ins Gegenteil umschlägt, dass er doch aufstrahlte, dass doch alles Zeitliche schon vorüber wäre. Zwar leuchtet er den Heiligen ununterbrochen in nie getrübte Klarheit, den Pilgern auf Erden aber nur von Weitem und wie in einem Spiegel. Die Bürger des Himmels wissen, wie freudenreich jener Tag ist. Die verbannten Kinder Evas leiden des Lebens Bitterkeit und Ekel. Die Tage dieser Zeit sind kurz und böse, volle Schmerzen und Ängste. Ist der Mensch von den vielen Sünden verunreinigt, von vielen Leidenschaften umstrickt, von großer Furcht gefangen, von vielen Sorgen gehetzt, von starker Neugier abgelenkt, in viele Torheiten verwickelt, von vielen Irrtümern umstrickt, von vieler Arbeit erschöpft, mit Versuchungen belastet, von den Lüstern entnervt und an das Kreuz der Armut geheftet. Wann wird das Ende dieser Übel kommen? Wann werde ich aus der elenden Knechtschaft der Laster befreit werden? Wann werde ich nur mehr deine gedenken, Herr, wann vollkommen froh sein in dir? Wann werde ich ohne jedes Hindernis in der wahren Freiheit sein, ohne Beschwerden des Geistes und des Leibes? Wann wird der dauerhafte, unzerstörbare, gesicherte Friede kommen, der Friede im Innern und nach außen, der Friede, der auf ganz festem Grunde ruht? Guter Jesus, wann werde ich eine dauernde Stätte haben, dich zu schauen, wann die Helligkeit deines Reiches genießen, wann wirst du mir alles in allem sein? Wann bin ich bei dir in deinem Reiche, das du deinen geliebten Freunden von Ewigkeit bereitet hast? Verlassen bin ich, arm und verbannt, in feindlichem Lande, wo mich Kriege über Kriege und schwere Heimsuchungen umgeben. Tröste mich in meiner Verbannung, mildere meinen Schmerz,
denn all mein Sehnen geht zu dir. Eine Last ist mir alles, was diese Welt mir zum Troste bietet. Dich selbst möchte ich zu innerst verkosten, danach verlang ich, doch ich kann dich nicht erreichen. Den himmlischen möchte ich anhangen, doch die zeitlichen Sorgen und die ungebändigte Natur ziehen mich nach unten. Dem Geiste nach möchte ich über allen Dingen stehen, das ungezügelte Fleisch aber zwingt mich wieder meinen Willen unter ihnen zu stehen. So liege ich, unglückseliger Mensch, mit mir selber im Kampfe und bin mir selber zur Last. Der Geist zieht mich nach oben, die Leibnatur nach unten. Was stehe ich doch innerlich aus, wenn sich mein Geist der Betrachtung himmlischer Dinge hingibt und mich im nächsten Augenblick ein Schwar sinnlicher Gedanken beim Gebet überfällt. Mein Gott, weiche nicht von mir, wende dich nicht zürnend von deinem Diener ab. Lass deine Blitze zucken und zerstreue sie, sende deine Pfeile und alle Trugbilder des Feindes werden zerflattern. Gib meinen Sinnen den Zug zu dir, lass mich all das Weltliche vergessen. Verleihe mir die Kraft, die Trugbilder der Laster mit Verachtung schnell von mir zu weisen. Eile mir zu Hilfe, ewige Wahrheit, dass keine weltliche Torheit mich zum Wanken bringe. Komm, himmlische Freude, vor deinem Angesichte fliehe alle Unreinheit. Verzeihe und vergib mir in deine Barmherzigkeit, so oft ich im Gebete an etwas anderes denke als an dich. Ich bekenne aufrichtig, dass ich mich an Zerstreuungen gewöhnt habe. Sehr oft bin ich nicht dort, wo ich dem Leibe nachstehe oder sitze, sondern mehr dort, wohin die Gedanken mich tragen. Dort bin ich oft, wo mein Gedanke ist, und dort ist oft mein Gedanke, wo meine Liebe ist. Schnell tritt mir ins Bewusstsein, was mich von Natur ergötzt oder mir durch Gewohnheit lieb geworden ist. Darum hast du als die Wahrheit offen gesagt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Lieb ich den Himmel, so denke ich auch gern an Himmlisches. Lieb ich die Welt, so erfreue ich mich an ihren Freuden und traue ich über ihr Leid. Lieb ich das Fleisch, dann bin ich oft voll von sinnlichen Vorstellungen. Lieb ich den Geist, dann ist es mir ein Vergnügen, mich mit Dingen der Geisteswelt zu befassen. Was immer ich liebe, darüber spreche und höre ich kann, und entsprechende Bilder begleiten mich nach Hause. Selig der Mensch, der um deinetwillen, Herr, allen Geschöpfen den Abschied gibt, der seine Natur Gewalt antut und die niedrigen Begierden in der Glut des Geistes an Kreuz schlägt. So kann er dir mit heiterem Gewissen das Opfer
eines reinen Gebetes darbringen, und so wird er innen und außen von allem Irdischen gelöst, würdig sein, unter dem Chören der Engel zu stehen. Kapitel 49. Die Sehnsucht nach dem ewigen Leben. Mein Sohn, wenn du merkst, dass dir von oben her die Sehnsucht nach der ewigen Seligkeit zuströmt und du gern das Gezelt des Leibes verlassen möchtest, um meine Helligkeit ohne den Schatten des Wechsels schauen zu können, dann weite dein Herz und nimm diese heilige Eingebung mit ganzem Verlangen in dich auf. Sage der höchsten Güte innigsten Dank, dass sie so huldreich mit dir verfährt, so freundlich dich besucht, dich zu solcher Glut anregt und dich so mächtig aufrichtet, dass du nicht durch eigene Schwere zum Irdischen herabsinkst. Nicht deinem eigenen Mühen und Denken verdankst du das, sondern allein der Gnade des Himmels und der göttlichen Fürsorge, die sich zu dir herablässt, und weil Gott ein Auge auf dich geworfen hat. Du sollst nämlich in der Tugend fortschreiten, in der Demut wachsen, für kommende Kämpfe dich rüsten, mit mir der ganzen Liebe deines Herzens anhangen und mit glühendem Willen dienen. Mein Sohn, oft brennt das Feuer, aber ohne Rauch steigt die Flamme nicht empor. So flackert auch die Sehnsucht mancher Menschen zwar dem Himmlischen zu, aber sie sind nicht frei von der Versuchung zu fleischlichen Gelüsten. Was sie tun, geschieht nicht in der ganz reinen Absicht, Gott zu ehren, obwohl sie das flehentlich von ihm erbitten. So ist es auch oft mit deiner Sehnsucht, von der du glaubst, dass sie so ungestüm sei. Was vom Eigennutz befleckt ist, ist noch nicht rein und vollkommen. Erbitte nicht, was dir angenehm und bequem ist, sondern was mir wohl gefällt und zu meiner Ehre gereicht. Wenn du recht urteilst, musst du meinen Willen all deinem Verlangen und Begehren vorziehen und ihm Folge leisten. Ich kenne deine Sehnsucht und habe deine vielen Hilferufe gehört. Du möchtest schon in der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes sein. Du freust dich schon auf das Haus der Ewigkeit und auf das von Freude beherrschte himmlische Vaterland. Aber noch ist diese Stunde nicht gekommen. Noch ist es eine andere Zeit, die Zeit des Kampfes, der Mühe und Prüfung. Du möchtest vom höchsten Gute gesättigt werden, aber noch kannst du es nicht erreichen. Ich bin es, warte auf mich, spricht der Herr.
bis das Reich Gottes kommt. Noch musst du auf Erden erprobt und in vielen Dingen geübt werden. Trost wird dir bisweilen gegeben, volle Sättigung aber wird dir nicht gewährt werden. Sei also stark und beherzten Mutes, sowohl in deinem Tun als im Ertragen dessen, was der Natur zuwider ist. Einen neuen Menschen musst du anziehen und ein anderer Mensch werden. Oft musst du tun, was du nicht willst, und was du willst, musst du lassen. Was andere wünschen, wird Erfolg haben. Was du selber wünschest, geht nicht vonstatten. Was andere sagen, wird gehört. Was du sagst, wird für nichts geachtet. Andere bitten und sie erhalten, du bittest und wirst nichts erlangen. Andere werden groß sein im Munde der Menschen, von dir aber wird man schweigen. Anderen wird dieses oder jenes übertragen, du aber wirst zu nichts für tauglich gehalten werden. Das wird die Natur zuweilen traurig stimmen, und es ist schon etwas Großes, wenn du es schweigend erträgst. In diesen und vielen ähnlich liegenden Dingen pflegt der treue Diener des Herrn geprüft zu werden. Es muss sich zeigen, ob er sich überwinden und mit allem zu brechen vermag. Es gibt kaum etwas, worin dir das Sterben so not tut, als dieses eine. Anzusehen und zu ertragen, was deinem Willen zuwiderläuft, besonders dann, wenn etwas befohlen wird, was dir unangemessen und weniger angebracht erscheint. Und weil du es nicht wagst, der höheren Gewalt, der du unterstellt bist, zu widerstehen, so erscheint es dir hart, dem Winke eines anderen zu gehorchen und auf alles persönliche Urteil zu verzichten. Aber denke, mein Sohn, an die Frucht dieser Mühen, an ihr schnelles Ende und ihren überaus großen Lohn. Dann werden sie dir keine Beschwerden bringen, sondern deine Geduld eine Quelle stärksten Trostes werden. Denn für das bisschen Willen, das du jetzt freiwillig aufgibst, wirst du im Himmel stets deinen Willen bekommen. Dort wirst du alles finden, was du wünschest, alles, was du ersehnen kannst. Dort hast du die Gewalt über alles Gute, ohne die Furcht, sie zu verlieren. Dort ist deine Wille stets eins mit dem meinen. Er wird nichts Fremdes, nichts Eigenes begehren. Dort wird dir niemand widerstehen, niemand Klage gegen dich führen, niemand dich hemmen oder dir in den Weg treten. Alles, was dein Herz begehrt, ist vorhanden und alle deine Wünsche werden gestillt und restlos erfüllt werden. Dort werde ich die erlittene Schmach mit Helligkeit vergelten, die Trauer mit einem Festgewande, den letzten Platz mit einem Herrscherthron für alle Ewigkeit. Dort wird die Frucht des Gehorsams sichtbar, die Mühe der Buße wird sich in Freude verwandeln und die demütige Unterwerfung
mit Helligkeit gekrönt. So beuge dich jetzt demütig unter alle Hände. Die Frage, wer dies gesagt oder befohlen hat, lass dir kein Gegenstand der Sorge sein. Das sei vielmehr deine große Sorge, alles gut aufzunehmen und in reiner Absicht auszuführen, was man von dir fordert oder wünscht, mag es vom Vorgesetzten oder einem Jüngeren oder einem Gleichaltrigen kommen. Mag der eine dies, der andere jenes anstreben, der eine sich hierin, der andere darin rühmen, und mag es tausend und tausendmal gelobt werden, freue du dich weder des einen noch des anderen, sondern dessen, dass man dich verachtet und mich allein achtet und ehrt. Das sei dein Wunsch, dass Gott allezeit in dir verherrlicht werde, sei es durch dein Leben, sei es durch dein Sterben. Kapitel 50. Wie der verlassene Mensch sich in Gottes Hände befehlen muss. Herr, Gott, heiliger Vater, sei nun und in Ewigkeit gepriesen. Denn wie du es willst, so ist es geschehen. Und was du tust, ist gut. Freuen soll sich dein Knecht, aber in dir, nicht in sich selbst oder in einem anderen. Du allein bist die wahre Freude, du meine Hoffnung und meine Krone, mein Jubel, du allein, Herr, meine Ehre. Was hat dein Knecht, das er nicht von dir empfangen hat, und zwar ohne sein Verdienst? Dein ist alles, was du gegeben und was du geschaffen hast. Ich bin arm und stehe in der Mühsal von meiner Jugend an. Meine Seele wird oft bis zu Tränen betrübt und gerät auch bisweilen in Verwirrung wegen bevorstehender Leiden. Ich verlange nach der Wonne des Friedens, ich flehe um den Frieden deiner Kinder, die im Lichte deine Tröstung weiden. Schenkst du den Frieden, senkst du mir heilige Freude ein, so wird die Seele deines Dieners lauter Jubelgesang, Andacht und Gotteslob. Ziehst du dich aber zurück, wie du es oft zu tun pflegst, kann er den Weg deiner Gebote nicht laufen, muss vielmehr in die Knie sinken und an seine Brust klopfen. Es ist ihm dann so ganz anders als gestern und vorgestern, als deine Leuchte über seinem Haupte strahlte und der Schatten deine Flügel ihm Schutz vor der andrängenden Versuchungen gewährte. Gerechte und stets lobwürdiger Vater, gekommen ist die Stunde, dass dein Knecht geprüft werde. Liebenswerter Vater,
Es ist billig, dass dein Knecht in dieser Stunde etwas für dich leide. Ewig verehrungswürdiger Vater, gekommen ist die Stunde, die du von Ewigkeit her kommen seist, dass dein Knecht äußerlich eine Weile liegen soll, innerlich aber immerfort in dir lebe. Eine kurze Zeit soll er verachtet und gedemütigt werden, vor den Menschen schwach erscheinen und von Leid und Schmerz aufgerieben werden, damit er mit dir im Morgenglanze neuen Lichtes auferstehe und im Himmel verklärt werde. Heiliger Vater, du hast es so geordnet und gewollt, und was du geboten hast, ist geschehen. Es ist ja eine Gnade für deinen Freund, wenn er aus Liebe zu dir in der Welt Leid und Trübsal erduldet, so oft und von wem immer du es zulässest. Ohne den Ratschluss deiner Vorsehung und ohne Ursache geschieht nichts auf Erden. Herr, es ist gut für mich, dass du mich gedemütigt hast, damit ich deine Satzungen lerne und allen Hochmut und Eigendünkel des Herzens von mir tue. Nützlich ist es für mich, dass die Scham mein Antlitz bedeckt hat, damit ich meinen Trost bei dir und nicht bei den Menschen suche. Ich habe auch daraus gelernt, zu erschauen vor deinem unerforschlichen Gericht, das den Gerechten so gut wie den Gottlosen trifft, aber nicht ohne Billigkeit und Gerechtigkeit. Dank sei dir, dass du meine Sünden nicht geschont hast, sondern mich mit bitteren Streich gezüchtigt, indem du mir von außen und innen Schmerzen und Ängste sandest. Keine von allen, die unter dem Himmel sind, kann mich trösten als du, Herr, mein Gott allein. Du bist der himmlische Seelenarzt, der schlägt und heilt, der ins Totenreich hinabführt und zurückführt. Deine züchtigende Hand liegt auf mir, deine Zuchtrute belehrt mich. Siehe, geliebter Vater, ich bin in deinen Händen, ich beuge mich unter die Rute deiner Zucht, schlag zu auf meinen Rücken und Nacken, bis ich meinen Starrsinn vor deinem Willen krümme. Mach aus mir einen frommen und bescheidenen Schüler, wie du so gern zu tun pflegst, dass ich dir auf jeden Wink gefügig sei. Dir überlasse ich mich und alles meine zur Besserung. Es ist besser, hier gezüchtigt zu werden, als in der künftigen Welt. Du weißt alles und jedes, und selbst das Gewissen des Menschen enthält für dich kein Geheimnis. Du kennst das Zukünftige, bevor es eintrifft. Du hast nicht nötig, dass einer dich belehre oder ermahne über das, was auf Erden vor sich geht. Du weißt, was meinem Fortschritt dient und wie sehr das Leid geeignet ist, den Rost der Fehler hinwegzufegen. Handle mit mir ganz nach deinem Wunsch und Willen und wende deine Augen nicht weg von meinem sündhaften Leben, das keinem besser und genauer bekannt ist als dir allein. Herr, lass mich wissen, was ich wissen soll, lieben, was ich lieben soll,
Lass mich loben, was dir am meisten gefällt, schätzen, was in deinen Augen wertvoll ist, tadeln, was dein Auge beleidigt. Lass mich nicht nach dem äußeren Augenschein urteilen und nicht nach dem Hörensagen unerfahrener Menschen entscheiden. Lass mich vielmehr in sachlicher Beurteilung das Sichtbare vom Geistigen unterscheiden und vor allem stets das Wohlgefallen deines Willens suchen. Die Sinne der Menschen gehen in ihrem Urteil oft fehl. Es täuschen sich auch die Liebhaber der Welt, die nur das Sinnenfällige lieben. Wird einer deshalb besser, weil ein anderer ihn hochschätzt? Der Falsche täuscht den Falschen, der Tor den Toren, der Blinde den Blinden, der Kranke den Kranken, wenn er ihn lobt. In Wirklichkeit tut es ihm Schmach an, wenn er ihn ohne Grund lobt. Denn was jeder in deinen Augen ist, das ist er und nicht mehr, spricht der demütige heilige Franziskus. Kapitel 51. Man muss sich geringen Arbeiten widmen, wenn es an der Kraft zu hohe Werken fällt. Mein Sohn, du kannst nicht immer in einem glühenden Verlangen nach der Tugend leben, noch in einem höheren Grade der Beschauung verharren. Infolge der erbsündlichen Verderbtheit musst du zuweilen auch in die Niederungen hinabsteigen und die Last des gebrechlichen Lebens auf dich nehmen, wenn du es auch nicht gern tust und es nur Ekel in dir auslöst. Solange du den sterblichen Leib trägst, wirst du ihn als eine unangenehme Last empfinden. Notwendig und oft wird aus deinem niederen Wesen etwas wie eine Klage über die Bürde aufstehen, die der Leib für dich bedeutet, weil du dich nicht unaufhörlich geistlichen Studien und der Betrachtung göttlicher Dinge widmen kannst. Dann empfiehlt es sich, schlichte, äußere Werke vorzunehmen, dich in guten Beschäftigungen zu entspannen, mein Kommen und meinen himmlischen Besuch mit festem Vertrauen abzuwarten und deine Verbannung und die Dürre des Geistes geduldig zu ertragen, bis ich dich wieder besuche und von allen Ängsten befreie. Ich werde dich dann die Mühen vergessen machen und dich die innere Ruhe verkosten lassen. Ausbreiten werde ich vor dir die Auen der Heiligen Schrift, dass du mit frohem Herzen den Weg meiner Gebote zu laufen beginnst. Dann wirst du sprechen: Die Leiden dieser Zeit sind nicht zu vergleichen mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbar werden wird.
Kapitel 52. Der Mensch soll sich nicht des Trostes würdig erachten. Herr, ich bin deines Trostes oder irgendeiner geistigen Eingebung nicht würdig. Deshalb handelst du gerecht mit mir, wenn du mich Armen der Verlassenheit überlässest. Denn wenn ich auch ein Meer von Tränen vergießen könnte, so wäre ich deine Tröstung dennoch nicht würdig. Ich habe nichts anderes verdient, als gegeißelt und bestraft zu werden, weil ich dich schwer und oft beleidigt und in vielen Dingen sehr gefehlt habe. Recht betrachtet bin ich also auch nicht der geringsten Tröstung würdig. Doch du, milde und barmherzige Gott, du willst nicht, dass deine Werke zugrunde gehen. Um die Reichtümer deiner Güte an den Gefäßen der Barmherzigkeit zu zeigen, lässest du dich so weit herab, dass du deinen Knecht auch ohne alles eigene Verdienst und über menschliches Maß hinaus tröstest, denn deine Tröstungen sind nicht wie menschliche Gerede. Was habe ich getan, Herr, dass du mir eine himmlische Tröstung spendest? Ich kann mich nicht erinnern, etwas Gutes getan zu haben, wohl aber, dass ich stets zu Sünde neige und zur Besserung zu träge bin. So ist es, ich kann es nicht leugnen. Würde ich anderes sprechen, du stündest wider mich und niemand würde mich verteidigen. Was anderes habe ich für meine Sünden verdient als die Hölle und das ewige Feuer? Ich bekenne in Wahrheit, dass ich alle Schmach und Verachtung verdiene. Es kommt mir nicht zu, unter deine Frommen gezählt zu werden. Wenn ich das auch nur ungern höre, so will ich doch um der Wahrheit willen meine Sünden wieder mich selbst bekennen, damit ich umso leichter deine Barmherzigkeit zu erlangen verdiene. Was soll ich sagen in meiner Schuld und meiner tiefen Beschämung? Nur das eine Wort kann ich sprechen. Ich habe gesündigt, Herr. Ich habe gesündigt. Erbarme dich meine, verzeihe mir. Lass mich eine kleine Weile meinen Schmerz beweinen, bevor ich eingehe in das Land des Schattens und des Todesdunkels. Nichts verlangst du so sehr von einem schuldigen, elenden Sünder, als dass er sich in Zerknirschung wegen seiner Vergehen demütige. In wahrer Reue und in einem demütigen Herzen wird die Hoffnung auf Verzeihung geboren, das verstörte Gewissen versöhnt, die verlorene Gnade wiedergewonnen und der Mensch vor dem kommenden Zorn geschützt. So begegnen sich dann Gott und die Seele in heiligem Kusse. Demütige Reue über die Sünden ist in deinen Augen, Herr, ein wohlgefälliges Opfer, das weit angenehmer vor dir duftet als brennender Weihrauch. Sie ist auch das liebliche Salböl, das du dir über deine heiligen Füße gießen lassen wolltest,
denn ein zerknirschtes und gedemütigtes Herz hast du noch nie verschmäht. Dort ist eine Stätte der Zuflucht vor dem Zorne des Feindes. Dort wird gebessert und abgewaschen, was anderswo zerrüttet und verunreinigt wurde. Kapitel 53. Die Gnade Gottes macht sich nicht gemein mit denen, die dem Irdischen zuneigen. Mein Sohn, meine Gnade ist kostbar. Sie lässt sich mit äußeren Dingen und irdischen Tröstungen nicht verbinden. Darum musst du alle Hindernisse der Gnade abwerfen, wenn du wünschest, dass sie dir gegeben werde. Suche die Stille auf, sei gern mit dir allein, verlange nicht nach müßiger Unterhaltung mit anderen, schütte vielmehr in Andacht dein Herz vor Gott aus, um so deinen Geist und dein Gewissen in Reue und Reinheit zu erhalten. Achte die ganze Welt für nichts und ziehe den Umgang mit Gott allen äußeren Dingen vor. Denn du kannst dich nicht gleichzeitig mir widmen und am Vergänglichen ergötzen. Von Bekannten und Freunden musst du dich trennen und allem zeitlichen Trost entsagen, wie schon der heilige Apostel Petrus die Christgläubigen mahnt, dass sie sich als Fremdlinge und Pilger in dieser Welt verhalten sollen. Mit welcher Zuversicht wird der sterben, den nichts mehr an die Erde bindet. Aber das Herz so von allem loszulesen, fasst ein kranker Geist nicht. Noch kennt der den Trieben verhaftete Mensch die Freiheit des inneren Menschen. Doch wenn er wahrhaft geistig sein möchte, muss er auf alles verzichten, was ihm fern oder nah steht, und sich vor keinem mehr hüten als vor sich selbst. Wenn du dich selbst vollkommen besiegt hast, wirst du das Übrige leichter überwinden. Der vollkommenste Sieg ist der Sieg über sich selbst. Wer nämlich sich selbst in der Gewalt hat, dass die Sinnlichkeit der Vernunft und die Vernunft mir in allem gehorcht, der ist in Wahrheit Sieger über sich selbst und Herr der Welt. Begehrst du diesen Gipfel zu erklimmen, so musst du mutig beginnen und die Axt an die Wurzel legen, um die heimliche, ungeordnete Anhänglichkeit an dich selbst und zu jedem persönlichen, irdischen Gut auszureißen und zu zerstören. Mit diesem Fehler, dass der Mensch sich selbst allzu unordentlich liebt, hängt fast alles zusammen,
was von Grund aus überwunden werden muss. Ist dieses Übel einmal überwunden und bezwungen, kehren bald ein großer Friede und eine tiefe Stille ein. Weil aber wenige versuchen, sich selbst zu sterben und ganz aus sich herauszugehen, bleiben sie in sich verstrickt und können sich nicht im Geiste über sich erheben. Wer jedoch frei mit mir zu wandeln wünscht, muss alle seine schlechten und unordentlichen Neigungen ertöten und darf keinem Geschöpfe aus Eigenliebe und Begierde anhängen. Kapitel 54. Natur und Gnade haben verschiedene Triebkräfte. Mein Sohn, achte sorgfältig auf die Regungen der Natur und der Gnade, denn sie stehen miteinander in heftigem Widerstreit und sind dabei so unmerklich fein, dass sie wohl nur von einem geistigen, innerlich erleuchteten Menschen unterschieden werden. Alle streben ein Gut an, alle haben bei ihrem Reden und Tun irgendwie das Gute im Auge, und darum erliegen viele unter dem Scheine des Guten der Täuschung. Die Natur ist verschlagen, zieht viele an, verlockt und betört sie und hat immer sich selbst zum Zweck. Die Gnade hingegen wandelt in Einfalt und vermeidet jeden bösen Schein, geht nicht auf Täuschung aus, tut alles rein um Gottes Willen, indem sie auch letztlich ruht. Die Natur will nur ungern sterben und nicht unterdrückt oder überwunden werden, will nicht gehorsam sein oder sich freiwillig beugen. Die Gnade aber befleißigt sich der Abtötung des eigenen Ich, widersteht der Sinnlichkeit, liebt die Unterwürfigkeit, wünscht gebunden zu sein, will keine persönliche Freiheit, will unter Zucht stehen, über niemanden herrschen, sondern stets unter Gott leben, stehen und sein und um Gottes Willen vor jedem Menschen sich in Demut beugen. Die Natur arbeitet zu ihrem Vorteil und achtet nur immer auf den Gewinn, den sie aus dem anderen herausschlagen kann. Die Gnade aber sieht nicht auf das, was ihr Nutzen und Vorteil bringt, sondern was vielen zugute kommt. Die Natur nimmt gern Ehre und Hochachtung entgegen, die Gnade aber weist getreulich Gott alle Ehre und allen Ruhm zu. Die Natur fürchtet, beschämt und verachtet zu werden, die Gnade aber freut sich der Schmach um des Namens Jesu willen. Die Natur liebt Müßiggang und körperliche Ruhe, die Gnade aber kann nicht untätig sein, sondern greift gern zur Arbeit.
Die Natur wünscht Seltenes und Schönes zu besitzen und verabscheut das Geringe und Gemeine. Die Gnade erfreut sich am Einfachen und Schlichten, lehnt das Raue nicht ab und sträubt sich nicht, ein altes Gewand zu tragen. Die Natur sieht auf das Zeitliche, freut sich auf irdischen Gewinn, trauert über Verlust und wird schon durch ein leichtes Scheltwort erregt. Die Gnade achtet auf das Ewige, klebt nicht am Zeitlichen, gerät bei äußeren Verlusten nicht in Unruhe und lässt sich durch harte Worte nicht erbittern. Denn sie hat ihre Werte und ihre Freude im Himmel, wo nichts verloren geht. Die Natur ist begierig, nimmt lieber, als sie gibt, und liebt das Eigene und Besondere. Die Gnade ist gütig und miteilend, meidet das Besondere, ist mit wenigem zufrieden und hält Geben viel seliger als Nehmen. Die Natur neigt zu den Geschöpfen, zur Verzärtelung des Leibes, zu Eitelkeiten und Zerstreuungen. Die Gnade zieht zu Gott und zu Tugend, verliebt sich nicht in die Geschöpfe, entsagt der Welt, hasst die lieblichen Begierden, beschränkt die Gänge nach draußen und scheut es, öffentlich aufzutreten. Die Natur hat gern den äußeren Trost der Sinnesfreuden. Die Gnade sucht ihren Trost nur in Gott. Sie frohlockt über allem Sichtbaren im höchsten Gute. Die Natur tut alles um des Gewinnes und eigenen Vorteiles willen, kann nichts umsonst tun, sondern hofft für ihre Wohltaten etwas Gleiches oder Besseres oder doch Lob und Gunst zu erlangen. Sie erwartet, dass ihre Taten und Geschenke beachtet werden. Die Gnade aber sucht nicht das Zeitliche und möchte keinen anderen Lohn als Gott allein. Von den notwendigen zeitlichen Dingen wünscht sie nicht mehr, als ihr zur Erreichung der ewigen Güter dienlich sein kann. Die Natur hat Freude an vielen Freunden und Verwandten, rühmt sich des vornehmen Standes und eine edle Herkunft, hofiert den Mächtigen, schmeichelt den Reichen und schenkt ihresgleichen Beifall. Die Gnade liebt die Feinde, brüstet sich nicht mit vielen Freunden, legt keinen Wert auf Stand und Herkunft, es sei denn, dass größere Tugend damit verbunden ist, bevorzugt den Armen vor dem Reichen, fühlt mehr mit dem Unschuldigen als dem Mächtigen, hat ihre Freude mehr an der Wahrheit als an der List. Allezeit ermahnt sie die Guten, nach den besseren Gnadengaben zu streben und dem Sohne Gottes durch Tugend ähnlich zu werden. Die Natur klagt schnell über Mangel und Beschwerde, die Gnade trägt die Not mit Gleichmut. Die Natur bezieht alles auf sich, streitet und klagt für sich. Die Gnade führt alles auf Gott als seinen Ursprung zurück, von dem es ausgeht, schreibt sich selbst nichts Gutes zu und überhebt sich nicht, streitet nicht
und zieht ihre Ansicht der Meinung anderer nicht vor. Unterwirft sich vielmehr in all ihrem Fühlen und Denken der ewigen Weisheit und der Prüfung Gottes. Die Natur wünscht Verborgenes zu wissen und Neuigkeiten zu hören, will nach außen hervortreten und vieles von außen erfahren. Sie verlangt nach Anerkennung und nach einer Tätigkeit, die Lob und Bewunderung einbringt. Die Gnade aber sorgt sich nicht um aufregende Neuigkeiten, da dieses alles ja von der alten Verdämmnis stammt. Neues und Beständiges gibt es eben nicht auf der Welt. Sie lehrt darum: Bezähme die Sinne, bekämpfe das eitle Selbstgefallen und die Prahlsucht, verbirg in Demut das, was lebens- und bewunderswert ist, und suche in allen Dingen und in jedem Wissenszweig den rechten Nutzen und Gottes Lob und Ehre. Sie will nicht sich um das ihrige gerühmt wissen, sondern sie wünscht nur, dass Gott in seinen Gaben gepriesen werde, der alles aus reiner Liebe spendet. Diese Gnade ist ein übernatürliches Licht, ein besonderes Gottesgeschenk, das eigentliche Zeichen der Auserwählten und das Unterpfand des ewigen Heiles. Sie erhebt den Menschen von irdischen zur Liebe des Himmlischen und macht den Erdverhafteten zu einem Geistmenschen. Je mehr also die Natur bezähmt und besiegt wird, umso reichlicher ergießt sich die Gnade, und in täglich neuen Heimsuchungen wird der innere Mensch nach Gottes Bild umgeformt. Kapitel 55: Die verderbte Natur und die Kraft der göttlichen Gnade. Herr, mein Gott, du hast mich nach deinem Bilde und Gleichnis erschaffen. Gewähre mir deine Gnade. Du hast mir gezeigt, wie wichtig und zum Heile notwendig sie ist. Wenn ich meine sehr verderbte Natur, die mich in die Sünde und ins Verderben zieht, überwinden soll. Ich fühle in meiner Leibnatur ein Gesetz der Sünde, das dem Gesetze meines Geistes widerstreitet und mich in vieler Hinsicht zum gehorsamen Gefangenen der Sinneslust macht. Ich kann ihrem Anreiz nicht widerstehen, wenn deine heiligste Gnade mir nicht beisteht und mein Herz zu einem glühenden Brande entzündet. Ich bedarf deiner Gnade. Ich brauche eine große Gnade, um die Natur zu besiegen, die von Jugend an immer zum Bösen neigt.
seitdem sie durch Adam, den ersten Menschen, zu Fall kam und durch die Sünde verderbt ward, geht diese Makel als Strafe auf alle Menschen über. Dieselbe Natur, die du gut und recht erschaffen hast, ist als eine zum Laster geneigte, kranke, verderbte Natur anzusehen. Ihre Regungen, wenn sie sich selbst überlassen sind, treiben zum Bösen und Niedrigen. Die geringe noch übrig gebliebene Kraft gleicht einem unter der Asche verborgenen Funken. Das ist die natürliche Vernunft, die von dichtem Dunkel umlagert ist. Sie vermag noch über Gut und Bös zu urteilen und das Wahre vom Falschen zu unterscheiden. Doch besitzt sie nicht die Kraft, alles das auszuführen, was sie gut findet. Sie erkennt nicht das volle Licht der Wahrheit und erfreut sich nicht der unbestrittenen Herrschaft über ihre Begierden. Daher, mein Gott, habe ich Freude an deinem Gesetze nach meinem inneren Menschen. Ich weiß, dass dein Gesetz gut, gerecht und heilig ist. Ich erkenne, dass man alles Böse und jede Sünde meiden muss. Doch mit meiner Leibnatur diene ich dem Gesetz der Sünde und gehorche ich mehr der Sinnlichkeit als der Vernunft. So kommt es, dass mir zwar das Wollen des Guten liegt, dass ich mich aber zum Vollbringen nicht durchfinde. Ich nehme mir oft viel Gutes vor, aber es fehlt mir die Gnade, die meine Schwäche aufhilft. Schon bei leichtem Widerstand strauchle und versage ich. Den Weg zur Vollkommenheit sehe ich. Ich erkenne auch ziemlich klar, wie ich handeln muss, aber niedergehalten durch das Gewicht der eigenen Verderbtheit kann ich mich zu dem, was vollkommener ist, nicht erheben. Herr, wie höchst notwendig ist mir deine Gnade, um das Gute zu beginnen, mit Erfolg fortzusetzen und zu vollenden. Ohne sie kann ich nichts tun. Alles aber vermag ich in dir, wenn deine Gnade mich stärkt. Wahrhaft, himmlische Gnade, ohne die es keine eigenen Verdienste gibt, ohne die auch die Gaben der Natur wertlos sind. Keine Kunst, kein Reichtum, keine Schönheit und Tapferkeit, kein Talent, keine Beredsamkeit gilt etwas vor dir, o Herr, ohne die Gnade. Die Gaben der Natur sind den Guten und den Bösen gemeinsam. Das besondere Geschenk der Auserwählten aber ist die Gnade oder die Liebe. Mir, ihr geziert, sind sie des ewigen Lebens würdig. So überragend ist diese Gnade, dass ohne sie die Gabe der Prophetie, der Wunderkraft oder die Gabe einer hohen Beschauung nichts bedeuten. Nicht einmal Glaube oder Hoffnung oder andere Tugenden gefallen dir ohne die Liebe und die Gnade.
über große Seligkeit der Gnade. Du machst den Armen im Geiste reich an Tugenden und den mit vielen Gütern Gesegneten demütig. Komm, steige herab zu mir, erfülle mich am Morgen mit deinem Troste, dass meine Seele nicht vor Müdigkeit und Dürre des Geistes ermatte. Ich beschwere dich, Herr, lass mich Gnade finden in deinen Augen. Deine Gnade genügt mir, wenn auch das Begehren der Natur nicht gestillt wird. Werde ich von vielen Trübsalen versucht und gequält, so fürchte ich doch kein Übel, wenn deine Gnade mir nur bleibt. Sie ist meine Kraft, sie gibt mir Rat und Hilfe. Sie ist mächtiger als alle Feinde, klüger als alle Weisen. Sie ist Lehrerin der Wahrheit, Meisterin der Zucht, Licht des Herzens, Trost in der Bedrängnis. Sie verscheucht die Trauer, nimmt die Furcht, nährt die Andacht und öffnet den Quell der Tränen. Was bin ich ohne sie anderes als dürres Holz, als ein unnützer Stock, den man wegwirft? Möge denn deine Gnade, Herr, mir stets zuvorkommen und nachfolgen und mich immer da anleiten, gute Werke zu vollbringen. Durch Jesus Christus, deinen Sohn. Amen. Kapitel 56. Wir müssen uns selbst verleugnen und Christus durch das Kreuz nachfolgen. Mein Sohn, soweit du aus dir herauszugehen vermagst, soweit kannst du in mich übergehen. Begehre von außen nichts. Das bringt inneren Frieden. Verlasse dich innerlich selbst und du bist Gott verbunden. Ich will, dass du die vollkommene Hingabe deines Selbst an meinen Willen lernst, ohne Widerspruch und Klage. Folge mir. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ohne Weg kann man nicht gehen, ohne Wahrheit nicht erkennen, ohne Leben nicht leben. Ich bin der Weg, den du verfolgen, die Wahrheit, der du glauben, das Leben, das du erwarten sollst. Ich bin der zuverlässige Weg, die unfehlbare Wahrheit, das grenzlose Leben. Ich bin der geradeste Weg, die höchste Wahrheit, das wahre, selige, ungeschaffene Leben. Wenn du auf meinem Wege bleibst, wirst du die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich freimachen. Und du wirst das ewige Leben erlangen. Willst du zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Willst du die Wahrheit erkennen, so glaube mir.
Willst du vollkommen sein, so verkaufe alles. Willst du mein Schüler sein, verleugne dich selbst. Willst du das ewige Leben besitzen, so schätze das Gegenwärtige gering. Willst du im Himmel erhöht werden, demütige dich in der Welt. Willst du mit mir herrschen, trage mit mir das Kreuz. Nur die Diener des Kreuzes finden den Weg zur Seligkeit und zum wahren Lichte. Herr Jesus, dein Weg war rau und in den Augen der Welt verächtlich. Gewähre mir, dass ich unter Verachtung der Welt in deine Fußstapfen trete. Der Knecht ist ja nicht größer als sein Herr, und der Jünger ist nicht über den Meister. Schulen soll sich dein Knecht an deinem Leben. Dort ist mein Heil und wahre Heiligkeit. Was ich sonst etwa lese oder höre, bietet mir weder Erquickung noch vollkommene Freude. Mein Sohn, du weißt nun alles und hast es gelesen. Nun lebe danach und du wirst glücklich sein. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren und ihn mit mir thronen lassen im Reiche meines Vaters. Herr Jesus, wie du gesagt und versprochen hast, so möge es geschehen und mir in der Kraft deiner Gnade gelingen. Angenommen habe ich das Kreuz, aus deiner Hand habe ich es angenommen. Ich will es tragen, tragen will ich es bis zum Tode, wie du es mir auferlegt hast. Das Leben eines guten Menschen ist in Wahrheit ein Kreuz, aber es führt zum Paradiese. Ich habe begonnen. Ein Zurücktreten oder Fliehen darf es für mich nicht geben. Auf, denn, Brüder, lasst uns zusammen pilgern. Jesus wird bei uns sein. Um Jesu willen haben wir dieses Kreuz auf uns genommen. Um Jesu willen lasst uns ausharren unter dem Kreuze. Er ist unser Beistand und unser Führer. Er geht uns voran. Seht, unser König weist uns den Weg. Er wird für uns kämpfen. Folgen wir mannhaft. Keiner fürchte sich vor den Schrecknissen. Seien wir bereit, in tapferem Kampfe zu fallen und beflecken wir unseren Ruhm nicht mit der Schande, dass wir vor dem Kreuze fliehen.
Kapitel 57. Der Mensch ist nicht verworfen, wenn er in einzelne Fehler fällt. Mein Sohn, Geduld und Demut im Unglück gefallen mir mehr als eine Fülle von Trost und Andacht im Glück. Warum wirst du traurig, wenn man einmal eine Kleinigkeit wieder dir sagt? Wäre es auch mehr gewesen, du solltest dich nicht aufregen lassen. Aber nun lass es laufen. Es ist nicht das Erste, ist nichts Unerhörtes und ist auch nicht das Letzte, was dir widerfährt, wenn du länger lebst. Solange dir nichts Widriges begegnet, fühlst du dich stark genug. Du bist auch ein guter Berater und verstehst es, andere mit deinem Zuspruch zu stärken. Klopft aber plötzlich die Trübsal an deine Tür, dann gebricht es dir an Rat und Stärke. Bedenke deine große Gebrechlichkeit, die du öfter in kleinen Dingen erlebst. Doch gereichen dir diese und ähnliche Dinge zu deinem Heile. Schlag dir das, so gut du kannst, aus dem Sinne. Trifft es dich aber, dann lass dich nicht niederwerfen, noch dich lange davon fesseln. Zum wenigsten trage es in Geduld, wenn du es schon nicht mit Freuden tragen kannst. Hörst du es nur ungern und wirst du ungehalten darüber, bezwinge dich. Lass dir kein ungehöriges Wort entschlüpfen, woran die Kleinen Ärgernis nehmen könnten. Schnell wird die Aufregung der Ruhe weichen und der innere Schmerz gelindert werden, wenn die Gnade wiederkehrt. Noch lebe ich, spricht der Herr, bereit, dir zu helfen und dich mehr als gewöhnlich zu trösten, wenn du mir vertraust und mich andächtig anrufst. Sei gleichmütiger und wappne dich mit größerer Geduld. Es ist noch nicht alles verspielt, wenn du dich öfter beunruhigst und schwer versucht fühlst. Du bist ein Mensch, nicht Gott, ein leiblich bestimmtes Wesen, kein Engel. Wie könntest du immerfort im gleichen Tugendzustand verharren, wenn das nicht einmal den Engeln im Himmel und den ersten Menschen im Paradiese möglich war? Ich bin es, der die Trauernden aufrichtet zu ihrem Heile und die, welche ihre Schwäche erkennen, zu meiner Gottheit erhebe. Herr, gepriesen sei dein Wort, das mir besser mundet als Honig und Honigseim. Was wollte ich doch anfangen in meinen großen Trübsalen und Nöten, wenn du mich nicht mit deinen heiligen Worten stärktest? Wenn ich nur schließlich in den Hafen des Heiles gelange, was hat es dann zu sagen, welche und wie große Leiden ich zu tragen hätte? Gib ein gutes Ende, einen glücklichen Heimgang aus dieser Welt. Gedenke meine, mein Gott, und geleite mich auf dem rechten Wege in dein Reich. Amen.
Kapitel 58. Allzu hohe Dinge und Gottes verborgene Ratschlüsse soll man nicht zu ergründen suchen. Mein Sohn, hüte dich, hohe Dinge und die geheimen Ratschlüsse Gottes zu erörtern, etwa warum diese so verlassen ist und jene so große Gnaden gewürdigt wird, warum diese so tief gedemütigt und jene so hoch erhoben wird. Das übersteigt alles menschliche Vermögen. Keine Fassung, Kraft und keine Gelehrsamkeit reicht aus, den göttlichen Ratschlüsse zu ergründen. Wenn dir also der Feind solche Gedanken eingibt oder wenn vorwitzige Menschen dir derartigen Fragen stellen, so antworte mit dem Propheten: Gerecht bist du, o Herr, und gerecht ist dein Gericht. Oder: Die Gerichte des Herrn sind wahr, gerechtfertigt in sich selbst. Meine Gerichte soll man fürchten, nicht untersuchen. Sie übersteigen alles menschliche Begreifen. Forsche auch nicht und streite nicht über die Verdienste der Heiligen, wer etwa vor anderen heiliger sei oder größer im Himmelreiche. Gespräche dieser Art erzeugen oft Streitigkeiten und nutzlose Eifersüchteleien. Sie nähren den Stolz und die eitle Ehrsucht. Daraus entstehen Missgunst und Zwietracht, indem der eine diesem, der andere jenem Heiligen prahlend den Vorzug gibt. Solche Dinge wissen und erforschen wollen, ist eine fruchtlose Beginnen und erregt das Missfallen der Heiligen. Denn ich bin kein Gott der Zwietracht, sondern des Friedens. Dieser Friede aber besteht in wahre Demut und nicht in Selbstbehebung. Einige fühlen sich im Eifer der Liebe zu diesen oder jenen Heiligen hingezogen, aber diese Neigung hat mehr im Menschen als in Gott ihren Ursprung. Ich bin es, der jeden Heiligen erweckt. Ich schenke die Gnade dazu. Ich verleihe ihm die Herrlichkeit. Ich kenne eines jeden Verdienst. Ich komme ihm zuvor mit den Segnungen meiner Süßigkeit. Ich habe die Geliebten von Ewigkeit her vorauserkannt. Ich habe sie aus der Welt auserwählt, nicht sie haben mich erwählt. Ich habe sie durch die Gnade berufen und in Barmherzigkeit an mich gezogen. Durch vielerlei Versuchungen habe ich sie geführt, ihnen unaussprechliche Tröstungen geschenkt, Ausdauer verliehen und ihr Geduld gekrönt. Ich kenne den Ersten unter ihnen und den Letzten. Ich umfange sie alle mit unschätzbarer Liebe. Ich will in allen meinen Heiligen gelobt sein. Ich will über alles gepriesen und geehrt sein, in jedem Einzelnen. Denn ich habe ihn herrlich und groß gemacht und ihn ohne sein eigenes Verdienst vorherbestimmt. Wer also einen von meinen Kleinsten verachtet, ehrt auch den Großen nicht. Denn den Kleinen wie den Großen habe ich gemacht.
Wer einen der Heiligen verkleinert, der verkleinert auch mich und alle übrigen im Himmelreich. Alle sind eins durch das Band der Liebe. Alle denken und wollen dasselbe. Alle sind eins in gegenseitiger Liebe. Was aber weit mehr bedeutet, sie lieben mich mehr als sich selbst und ihre Verdienste. Über sich selbst hinaus entrückt und alle Eigenliebe enthoben, gehen sie ganz in der Liebe zu mir auf. Und diese Liebe ist ihr Genuss und ihre Ruhe. Nichts könnte sie ja davon abwenden oder sie niederdrücken, weil sie, erfüllt von der ewigen Wahrheit, im Feuer unauslöslicher Liebe entbrennen. Schweigen mögen also die Menschen der niedrigen sinnlichen Art über den Stand der Heiligen. Sie wissen nur ihre eigenen Freuden zu schätzen. Sie schmälern und übertreiben, wie es ihnen passt, aber nicht, wie es der ewigen Wahrheit gefällt. Bei vielen ist es nur Unwissenheit, vornehmlich bei jenen, die, weil zu wenig erleuchtet, nur selten jemanden in vollkommene geistige Liebe zu lieben vermögen. Sie lassen sich noch stark von natürlicher Liebe und menschlicher Freundschaft leiten und zu diesen und jenen hinziehen. Wie sie die irdischen Dinge sehen, so stellen sie sich auch die himmlischen vor. Aber es ist ein unermesslicher Abstand zwischen dem, was unvollkommene denken und dem, was erleuchtete Menschen vermöge, höhere Offenbarung schauen. Hüte dich also, mein Sohn, vorwitzig über Dinge zu reden, die dein Wissen übersteigen. Sei lieber eifrig darauf bedacht, als der Geringste im Reiche Gottes erfunden zu werden. Wenn jemand wüsste, wer etwas heiliger ist als ein anderer oder als der Größere im Himmelreich gilt, was nützt ihm diese Kenntnis, wenn er sich nicht aufgrund der gewonnenen Einsicht vor mir verdemütigt und desto mehr die größere Ehre meines Namens anstrebt? Weit wohlgefälliger handelt vor Gott, wer über die Größe seiner Sünden und die Unzulänglichkeit seiner Tugenden nachdenkt und wie weit er noch von der Vollkommenheit der Heiligen entfernt ist, als wer über den höheren oder niederen Rang der Heiligen streitet. Es ist besser, die Heiligen fromm und unter Tränen anzurufen und demütigen Sinnes, um ihre glorreiche Fürbitte anzuflehen, als über ihre Geheimnisse nutzlose Untersuchungen anzustellen. Die Heiligen sind vollkommen zufrieden, wenn sich nur auch die Menschen zufrieden geben und ihr törichtes Geschwätz beiseite ließen. Die Heiligen rühmen sich nicht der eigenen Verdienste, denn sie schreiben sich selbst nichts, mir aber alles Gute zu. Ich selbst habe ihnen alles aus meiner unendlichen Liebe geschenkt. So groß ist ihre Liebe zu Gott, so überfließend ihre Freude, dass ihnen nichts an Helligkeit fehlt und nichts an Seligkeit ihnen mangeln kann. Je höher sie in der Glorie stehen, desto demütiger sind die Heiligen in sich selbst und desto näher und teurer sind sie mir.
Daher steht geschrieben, sie legten ihre Kronen Gott zu Füßen, fielen vor dem Lamme auf ihr Angesicht und beteten den an, der in alle Ewigkeit lebt. Viele fragen, wer größer sei im Reiche Gottes und wissen nicht, ob sie selber wohl würdig sind, unter den Geringsten angereiht zu werden. Etwas Großes ist es, der Geringste im Himmelreich zu sein, wo alle groß sind, weil alle Kinder Gottes heißen und sind. Der Kleinste soll für 1000 werden, und der Sünder mit seinen 100 Jahren soll sterben. Als die Jünger fragten, wer der Größte im Himmelreich sei, vernahmen sie die Antwort, wenn ihr euch nicht bekehrt und nicht werdet wie die Kinder, geht ihr in das Himmelreich nicht ein. Wer sich also demütigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Wer dem, der sich nicht gern herablässt, mit den Kleinen klein zu werden, denn die niedrige Pforte des Himmelsreiches lässt ihn nicht durch. Wehe auch den Reichen, die hier ihren Trost finden. Während die Armen in das Reich Gottes eintreten, stehen sie selber klagend vor der Tür. Freut euch, ihr Demütigen, jubelt, ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes, wenn ihr nur in der Wahrheit wandelt. Kapitel 59. Auf Gott allein alle Hoffnung und alles Vertrauen setzen. Herr, was ist mir Halt und Stütze im Leben? Was von allen Dingen unter dem Himmel bietet mir den besten Trost? Bist nicht du es, Herr, mein Gott, dessen Erbarmen ohne Zahl? Wo war mir jemals wohl ohne dich? Wann könnte es mir in deiner Gegenwart je schlechter gehen? Lieber möchte ich deinetwegen arm als ohne dich reich sein. Ich ziehe es vor, mit dir über diese Erde zu pilgern, als ohne dich den Himmel zu besitzen. Wo du bist, da ist der Himmel. Wo du nicht bist, da ist Tod und Hölle. Nach dir steht mein Verlangen, zu dir muss ich flehen, rufen und beten. Auf niemanden kann ich mich ganz verlassen, dass er mir in meinen Nöten Hilfe brächte, außer auf dich allein, mein Gott. Du bist meine Hoffnung, meine Zuversicht, du mein Tröster und der Treueste in allem. Jede sucht das Seine, du aber willst nur meine Rettung und meinen Fortschritt. Du lenkst alles zu meinem Besten.
wenn du mich auch vielerlei Versuchungen und Widerwärtigkeiten unterwirfst, so ordnest du doch all dies zu meinem Nutzen. Du pflegst auf tausenderlei Weise zu prüfen, die du liebst. Wenn du mich eine solche Prüfung unterziehst, schulde ich dir genauso viel Liebe und Lob, als würde ich von dir mit himmlischen Tröstungen überschüttet. Auf dich also, o Herr, setze ich meine ganze Hoffnung. Du bist meine Zuflucht und dir gebe ich anheim alles, was mich bedrückt und bedrängt. Denn was immer ich außer dir sehe, dünkt mich schwach und unbeständig. Freunde nützen mir nichts. Starke Helfer können mich nicht stützen. Kluge Ratgeber können mir nicht gut raten. Die Bücher der Gelehrten mich nicht trösten. Ein kostbares Gut mich nicht retten. Eine abgelegene, freundliche Stätte mich nicht schützen, wenn du mir nicht Beistand, Hilfe, Kraft, Trost, Belehrung und Schutz verleihst. Denn alles, was etwa Frieden und Seligkeit verheißt, ist ohne dich nichts. Es bringt in Wirklichkeit kein Glück. Das Endziel alles Guten, die Höhe des Lebens und die Tiefe der Weisheit bist du. Auf dich zu vertrauen, mehr als auf andere, ist der stärkste Trost deiner Diener. Auf dich sind meine Augen gerichtet, du bist meine Zuversicht, mein Gott, Vater der Erbarmungen. Segne und heilige meine Seele mit dem Segen des Himmels, dass sie deine heilige Wohnung und der Thron deiner ewigen Herrlichkeit werde, ein Tempel deiner Glorie, der nichts enthält, was die Augen deiner Majestät beleidigen könnte. Blicke herab auf mich nach der Größe deiner Güte und den zahlreichen Erweisen deiner erbarmenden Liebe und erhöre das Gebet deines armen Knechtes, der fern von dir als Verbannte im Lande des Todesschattens lebt. Beschütze und erhalte die Seele deines Knechtes in den vielen Gefahren des vergänglichen Lebens und führe sie auf dem Wege des Friedens zur Heimat des ewigen Lichtes.